Oft hat die Angeklagte denn insgesamt versucht, Kontakt zu ihrer Tochter aufzunehmen? Also was ich selbst so mitgekriegt habe, waren es so 4, 5 Mal. Aber was mir der Alex erzählt hat, da hat die ihn zu jeder Tag- und Nachtzeit angerufen. Das war richtiger Telefonterror. Und der Alex war fix und fertig. Ach, und ich auch. Also, das war richtiger Psychoterror. Ja, sorry, Norbert, dass ich dir so viele Unannehmlichkeiten bereitet habe. Tut mir leid. Gleich schlecht. Ja, du kannst ja nichts dafür. Gar nichts dafür. Nein. Ich mache mir ja auch so ein bisschen Vorwürfe, dass ich der Antje gesagt habe, dass Alex und Ismene nach Griechenland wieder fliegen. Das war gut. Das haben Sie ihr gesagt? Warum? Ja, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Das ist mir so rausgerutscht. Aber ich wollte die Antje loswerden. Weil ich dachte mir, das sind ja nur noch 2 Tage, bis der Alex und die Ismene wieder nach Griechenland fliegen. Und dann wird sie schon locker lassen. Aber wenn ich es nicht gesagt hätte, wäre das alles vielleicht gar nicht passiert. Ich kenne den Alex jetzt seit 10 Jahren. Immer wenn er in Deutschland ist, kommt er mich besuchen. Ja. Und seit er von dir getrennt ist, ist er endlich wieder ein fröhlicher Mensch. Und wenn du ihn die ganzen Monate über nicht so tyrannisiert hättest, dann hätten wir vielleicht noch eine schönere Zeit zusammen gehabt. Ja, ist klar, Norbert. Und wie oft hast du denn Alessandros gefragt, ob du nach Griechenland kommen darfst? Ha? Du warst nicht einmal in all den Jahren bei uns, weil Alessandros nämlich gar keinen Bock auf dich hat. Der nutzt dich doch nur aus. Merkst du das eigentlich nicht? Jetzt werden sie auch noch hinterhältig. Jetzt versuchen sie, die beiden Freunde auseinanderzubringen. Ja, schönen Keil dazwischen reintreiben. Na, alles andere hat ja nicht geklappt. Das schaffst du sowieso nicht. Ich meine, die Antje, die war ja mal eine wirklich sexy Frau. Aber jetzt? Die soll doch froh sein, dass der Alex die überhaupt noch haben wollte. Das ist eine sehr persönliche Einschätzung, nach der sie keiner gefragt hat. Finde ich aber jetzt keinen unwesentlichen Punkt, Frau Vorsitzende, wenn ich das sagen darf. Weil, wie soll meine Mandantin eigentlich, also sie ist ja nun ein wenig vollschlank, wenn ich das mal so sagen darf, in dieses Haus eingestiegen sein. Geschweige denn durch das Küchenfenster, das liegt im Hochparterre. Also selbst ein normal gewichtiger, sportlicher Mensch wird da seine Schwierigkeiten gehabt haben. Und ich meine, durch dieses Fenster muss man auch erstmal durchpassen. Ne? Kraft hat ihre Mandantin sicherlich genug. Und wenn sie wütend ist, hat sie erst recht Kraft, um sich irgendwo hochzuziehen. Und durch das Fenster passen sie durch, da bin ich mir ganz sicher. Ich würde auf einen Ortstermin verzichten, obwohl ich mir vorstellen kann, dass das einen gewissen Unterhaltungswert hätte. Ja, wie wenn nett sie das wollen, von Ihnen. Machen wir das. Also Sie erinnern mich sehr stark an meinen Mann. Fragen Sie ihn doch mal, warum ich so dick geworden bin. Ja? Erzähl ihn doch mal, warum ich so dick geworden bin, wie du mich beschimpft hast. Nur durch den ganzen Frust mit dir und deiner Mutter bin ich doch überhaupt dazu gekommen, dass ich mich so vollgestopft habe. Du kannst mich nicht verantwortlich machen, dass du so viel gegessen hast. Ich kann nicht für vieles verantwortlich machen. Antje, du solltest dich doch was schämen. Warum muss ich mich schämen? Es ist doch nicht nur, dass du so dick geworden bist. Dann hast du ja auch noch angefangen, dich im Internet da bei diesem Webcam-Schweinkram da auszuziehen. Und hier spielst du dich als liebende, kämpfende Mutter auf? Was hat die Angeklagte jetzt im Internet veranstaltet? Ja, die hat da vor so einer Webcam so tanzen und sich befummeln. So Kram gemacht da. Frau Zanti, dies höre ich dazu auch was? Naja, also wir mussten doch irgendwie aus Griechenland fliehen. Und ich wusste einfach nicht, wie ich das Geld zusammenbekommen sollte für die Flugtickets. Und wenn Josef mir nicht geholfen hätte, hätten wir das gar nicht so schnell geschafft. Sie bitte? Können Sie mir mal sagen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, sich dieses Geld per Internet vor Webcams zu verdienen? Naja, ich habe in letzter Zeit halt viel im Internet gechattet, weil ich bin ja so gar nicht mehr groß rausgegangen auf die Straße, weil ich mich ja selber nicht mehr so wohl gefühlt habe und Alessandros mir das letzte Selbstbewusstsein auch noch zerstört hat. Und dann habe ich so eine Anzeige gesehen, wo dicke Frauen gesucht werden und naja, dann habe ich das erste Mal wieder Mut gefasst und ich habe Leute kennengelernt, die mich gut gefunden haben. Was kommt eigentlich noch? Als erstes erfahre ich, dass du wegen einer anderen mir verlassen hast. Und jetzt erfahre ich, dass du Schweinegramm im Internet gemacht hast. Ja. Denk, du bist was doch du ein willst. Schande, bist denk, du. Denk, was du willst. Ist ein Schande. Ich habe es mir nie gemacht. Ich würde alles für meine Tochter tun. Aber der Zeuge Haferstadt hat Ihnen das verschwiegen, die Sache mit der Webcam? Ja. Ach. Und das, obwohl ein Freund von Ihnen ist und doch ganz auf seiner Seite steht? Ich habe selber gerne mal geguckt. Was wissen Sie, woher wissen Sie denn das mit der Webcam? Ich habe da mal so ein paar Seiten gesurft und da waren auch ein paar nackte Frauen bei. Ja, klar. Unter anderem Sie. Ach, und ich habe es ihm nur nicht gesagt, dass er da nicht mit so einer Fresse sitzt. Ist klar. Na, Fragen an den Zeugen Haferstedt? Nein, danke. Dann möchte ich mit der Tochter von Ihnen aus erster Ehe fortsetzen. Katharina Zanzidis, bitte. Und Sie nehmen neben Ihrem Freund Platz. Bleibt unvereinigt. Frau Zanzidis, nehmen Sie bitte Platz.
Bei Gericht muss man die Wahrheit sagen, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Katharina ist ihr Vorname, sie sind 20 Jahre alt und wohnen in Athen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Schuhverkäuferin. Und ich war auch jahrelang mit einem deutschen Freund zusammen. Deshalb ist mein Deutsch auch so gut. Ah, und wahrscheinlich haben Sie auch hier mal gelebt zwischendurch. Als Stieftochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen und das Schweigen ist Ihre Entscheidung. Wollen Sie aussagen? Ich möchte auch sagen, ich habe auch noch etwas mit meinem Vater zu klären. Das ist auch der Grund, warum ich zwei Tage bevor das hier passiert ist, schon einmal in Deutschland gewesen bin. Haben Sie dieses Gespräch zufälligerweise im September mit Ihrem Vater geführt? Nein, er hat mir nicht die Tür aufgemacht. Aber da waren Sie doch bestimmt wütend, oder? Da kommen Sie extra angeflogen und dann sowas. Unverschämtheit. Sicher war ich wütend. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum er mir nicht die Tür aufgemacht hat. Ich bin ja seine Tochter. Wo waren Sie denn am Tattag? Am 5. September 2010, so nach 20 Uhr? Ich war in meinem Hotel gewesen. Mhm. Über was wollten Sie eigentlich mit Ihrem Vater nun in Deutschland sprechen? Und zwar dafür, dass Sie extra nachgereist sind? Über das Tagebuch meiner Mutter. Ich hatte von meiner Oma erfahren, dass er hier in Deutschland ist. Was gibt es über dieses Tagebuch Ihrer Mutter so Dringendes zu besprechen? Du kannst dich auch nur an wehrlose Frauen vergreifen, oder? Du bist so erbärmlich. Pass auf, Fraulein, was du hier sagst. Ich bin dein Vater. Benimm dich. Mein Vater? Ach, dass ich nicht lache. Hier riskierst du eine große Lippe, wo Oma nicht da ist, nicht wahr? Genau. Oh, aber wenn sie dort ist, nee, dann Mama geht es nur... Da. Ja, Mami, natürlich, Mama. Was? Ich genau. Kümmere mich darum, ja. Mami. Genau. Pass auf, was du hier sagst. Das wirst du bereuen. Ja, du bist genau so ein Mischstück, wie deine Mutter war. Herr Zantidis, genau so. Es reicht. Keine Beleidigung, bitte. Wahres Gesicht. Ja, aber ich finde das ganz interessant. Langsam zeigt er nämlich sein wahres Gesicht. Und das ist genau das, was meine Mandantin mir so geschildert hat. Richtig. Frau Zantidis, Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater ist wohl nicht das Beste. Warum ist das so? Ich hasse meinen Vater. Mein Vater hat meine Mutter umgebracht. Wie kommen Sie jetzt darauf? Ich habe das Tagebuch von meiner Mutter gefunden. Das ist das Einzige, was ich noch von ihr habe. Und deshalb weiß ich, dass er meine Mutter getötet hat. Katharina, ich bitte dich, weißt du, was du da sagst? Ich bin immer noch dein Vater. Hier steht drin, dass du meine Mutter geschlagen hast und ihr Leben zerstört hast. Dann möchte ich das Tagebuch mal haben. Zeigen Sie mir es doch mal. Was ist das? Ich fürchte natürlich, dass das auf fließend Griechisch geschrieben ist. Das meinige ist nur unterentwickelt. Ich habe die entsprechende Zeile übersetzt. Dann brauche ich einen vereidigten Dolmetscher im Moment. Ist das das, was darin liegt? Ja, genau. Werde ich dann mal schauen. Das ist jedenfalls dieser Eintrag vom 27.10. Heute hat Alexandros vor der Tür gestanden und mir gedroht. Als ich die Tür zumachen wollte, hat er sie eingetreten und ich habe Angst vor ihm und ich kann mit dieser Angst nicht mehr leben. Jeder Tag mit diesem Mann war die Hölle, auch jetzt noch, obwohl er so weit weg ist. Er verfolgt mich jeden Tag, jede Nacht, das ist mein schlimmster Albtraum, das Böse und das Abartige. Ja. Katharina, meine geliebte Tochter, verzeih mir, aber ich kann so nicht mehr weiterleben. Wie ist Ihre Mutter gestorben, Frau Zantidis? Sie hat sich das Leben genommen mit Schlaftabletten. Und nachdem Sie das hier gelesen haben, das andere wahrscheinlich auch, geben Sie jetzt Ihrem Vater die Schuld am Tod Ihrer Mutter. Aber es war ein Suizid. Und Sie wollten den Tod Ihrer Mutter rächen. Darum sind Sie auch im September nach Deutschland gekommen. Hm? Haben Sie ihn niedergeschlagen, Ihren Vater? Wollten Sie ihn eigentlich erschlagen? Was sollte... Ich verstehe nicht ganz. Was wollen Sie jetzt damit sagen? Katharina, es tut mir leid, aber du hast doch zu mir am Telefon gesagt, dass du unendlich wütend auf deinen Vater bist und dass er... Dass er was? Katharina hat mir erzählt, dass Alessandros ihre Mutter umgebracht hat. Was? So sieht sie es jedenfalls. Das gibt's doch. Nein. Und sie war mit den Nerven am Ende, weil sie ja kurz vorher das Tagebuch gefunden hat. Und sie hat immer wieder gesagt, Alessandros ist ein Mörder und er muss dafür bezahlen. Merken Sie was eigentlich soll das nicht? Jetzt? Merken Willst Sie mir das nicht? Jetzt in die Schuhe schieben? Ja, genau. Nämlich diese Frau wollte sie zu einer Straftat das anstiften. Nicht, als das sie nicht drauf nicht. Eingegangen sind, hat sie das nämlich selber gemacht. Ich haben habe sie gar selbst nichts. In die Hand genommen. Ich habe gar nichts. Ich habe Antje nur unterstützt, weil sie Ismene davor bewahren wollte, wieder zurück nach Griechenland zu müssen. Das ist eindeutig das Tatmotiv der Angeklagten, Frau Klingenberg. Da kommen Sie nicht drum rum.
Aber die Tochter dieses Mannes, die macht wirklich keinen Hehl aus ihrem Hass gegenüber ihrem Vater. Sie hat ein Tatmotiv und sie war vor dem Haus, hat sie doch selber zugegeben. Er hat doch ein Streitgespräch gehabt mit seiner Ehefrau, oder nicht? Die haben sich doch gestritten, bevor er bewusstlos geschlagen worden ist. Ja klar, das behauptet er. Und wissen Sie auch warum? Stimmt alles wieder nicht? Er hat überhaupt kein Interesse daran, dass diese ganze Selbstmordgeschichte wieder aufgerollt wird. Da sah er doch ganz schön doof aus. Genau. Aber in dem Fall ist doch ganz praktisch. Ja, da hat er die Sorgerechtsgeschichte auch nämlich mit erledigt. Ich verstehe eins noch nicht ganz, Frau Zanzidis. Warum hätte nicht ein Telefongespräch genügt? Warum kommen Sie deshalb ausgerechnet jetzt? Ich wollte ihm in die Augen sehen. Ich wollte, dass er das ja alles niemals vergisst. Und wenn ich mir etwas hätte antun wollen, dann hätte ich ihn umgebracht. Klare Worte. Katharina, du hast mich, weil ich deine Mutter verlassen habe und damals Angie geheiratet habe, aber nur Gefühle kann man nicht zerschwingen. Aber ich habe mit dem Tod deiner Mutter nichts zu tun, glaub mir. Du hast mein Leben und das Leben meiner Mutter zerstört und jetzt versuchst du das Gleiche mit Antjes Leben. Haben Sie denn was mitbekommen davon, wie es um die Ehe bestellt war zwischen den beiden oder wie es um die Ehe bestellt ja, ist? Er hat Antje wie Dreck behandelt, ja. Sie ständig als Sündenbock dargestellt. Ja. Selbst wenn es geregnet hat, Antje hatte Schuld gehabt. Immer. Mein Vater ist aggressiv und gewaltbereit. Er würde über Leichen gehen. Das gibt's ja. Doch nicht. Hat Ihr Vater die Angeklagte geschlagen? Ja. Glauben Sie kein Wort, das ist eine Lüge. Katharina, was erzählst du hier? Ich bin dein Vater. Weißt du, was du hier erzählst? Die Wahrheit erzählt sie. Bezahlen. Du weißt, dass es eine Lüge ist. Das ist die Wahrheit. Nein. Frau Zanzidis, eine Strafverhandlung ist nicht der Ort, wo man alte Rechnungen mit seinem Vater begleicht. Hat Ihr Vater die Angeklagte geschlagen? Haben Sie selber das gesehen? Ja, hat er. Und das nicht nur einmal. Ja. Aha. Ja. Weitere Fragen an die Zeugin Zanzidis? Nein. Dann möchte ich mal mit Ihrem Freund fortsetzen. Josef Steiger, bitte. Und Sie nehmen mal bitte erstmal an der Seite Platz. Ich möchte Ihnen das Tagebuch Ihrer Mutter aber gleich wieder mitgeben. Oder nachher. Nehmen Sie Platz. Steiger, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste, Herr Steiger. Ihr Vorname ist Josef, Sie sind 29 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Hausmeister. Hausmeister. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nein. Seit wann sind Sie mit der Angeklagten zusammen? Seit Oktober 2009 kennen wir uns und seit März sind wir zusammen. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Im Internet. Ich habe mich sofort in sie verliebt und bei ihr hat es dann auch gefunkt. Wie muss man sich das vorstellen? Ich denke, bei einer Webcam kann nur einer was sehen und der andere nichts. Also ich meine, die Angeklagte hat sie doch nicht sehen können, oder? Ich habe mir dann auch noch eine gekauft und so ging das. Und eigentlich stehe ich gar nicht auf hüllige Frauen. Aber sie ist was ganz Besonderes, ich weiß auch nicht. Die Frau von dir, die du gerade sprichst, hat sich in eine so Sex-Webcam-Gesichter verkauft. Und sie ist immer noch meine Frau. Noch? Mein Freund. Sie sind das? Ja, ich bin. Sie sollten sich schämen, was Sie mit ihr gemacht haben, wie Sie sie misshandelt haben, geschlagen haben Sie sie. Ja. Hätte ich ihr nicht geholfen, dann wäre sie immer noch da drüben gefangen in Griechenland. Richtig. Haben Sie überhaupt gemerkt, wie sie durch ist mit den Nerven? Sie ist runter, fix und fertig ist sie. Wie bitte? Ja. Das wird hier immer besser. Herr Steiger, haben Sie der Angeklagten die Flugtickets für sich und Ismene hingelegt in Griechenland? Ja, ich habe mein ganzes Erspartes zusammengekratzt und bin runtergeflogen und habe sie und ihre Tochter mit hierher begleitet. Ach, nur so zur Info. Was? Den Gemüselastwagen von dir mit den Reifen, den habe ich zerstochen, also, damit du uns nicht mehr verfolgen kannst. Du warst das. Vor so ein Depp. Vor so ein Depp hast du mir verlassen. Sie ist glücklich mit mir. Vor so ein Depp. Ich weiß wenigstens, was eine Frau wert ist. Ich kümmere mich wenigstens um sie und behandle sie so, wie eine Frau behandelt werden sollte. Ja. Ja, aber Sachbeschädigung ist in Griechenland, glaube ich, genauso strafbar wie in Deutschland. Und Schadensersatz müssen sie dann möglicherweise auch noch leisten. Aber wissen Sie, was mich mal wieder interessiert? Warum haben sie uns das denn auch noch verschwiegen, dass er extra nach Griechenland heruntergeflogen kommt, um sie zurück nach Deutschland zu eskortieren? Haben sie mal wieder die Unwahrheit gesagt? Nee, hat sie nicht. Aber meine Mandantin wollte eben alles das, was sie mit Griechenland zu tun hat, schnellstmöglich vergessen. Und zum Zweiten, Herr Staatsanwalt, tut das hier nämlich überhaupt nichts zur Sache, weil es mit dem Tatvorwurf nicht das Geringste zu tun hat. Tut
sehr wohl etwas zur Sache. Die Angeklagte ist extrem auskunftsfreudig darum, uns hier ganz groß wie eine klassische griechische Tragödie zu schildern, wie hart die Zeit ist mit der bösen Schwiegermutter, wie sie gequält wird, wie hart die Zeit mit ihrem Ehemann ist. Sie wird gemästet, sie muss sogar vor der Webcam sitzen, um sich das Geld hart zu verdienen, was alles nicht stimmt. Und sie verschweigt uns, dass er extra runtergeflogen kommt. Warum? Und dass er verliebt in sie ist. Das verschweigen sie uns auch in diesem Ausmaß. Weil spätestens jetzt jedem klar ist, das Alibi, was er ihnen gibt, das ist überhaupt nichts wert. Noch nicht mal mehr eine Drachme. Herr Steiger, wo sind Sie am 5. September gegen 20.15 Uhr gewesen? Ich war mit Antje zusammen. Stimmt doch. Warum fragen Sie, versichern Sie sich bei ihr rück? Ich meine, Sie sollten uns das sagen. Wo waren Sie zur Tatzeit, Herr Steiger? Wollen Sie wirklich für die Angeklagte weiter lügen? Merken Sie nicht, dass die Frau Sie gerade ans Messer liefern will? Die benutzt Sie. Nee. Nein? Glaube ich nicht. Würden Sie nie tun. Sind Sie zur Tatzeit mit Herrn Steiger zusammen gewesen, wie Sie es mal behauptet haben? Oder wissen Sie, wer den Ehemann niedergeschlagen hat? Herr Steiger, es ist so, wenn die Angeklagte selbst nicht bestätigt, dass sie mit Ihnen zur Tatzeit zusammen war, dann kann man daraus eine ganze Menge an Rückschlüssen ziehen. Und ich würde möglicherweise beantragen, und ich werde das auch tun, Sie ein Eid darauf leisten zu lassen, wenn Sie dazu bereit sind. Und auf einen Meineid... Lassen Sie uns in Ruhe. Er ist der einzige Mensch, der mir geholfen hat. Ich habe Alessandros niedergeschlagen. Wollten Sie Ihre Tochter Ismene rausholen aus der Wohnung, weil Sie wussten von deinem Freund, dass er am nächsten Tag mit ihr nach Griechenland wollte? Ja. Ich habe nur an Ismene gedacht. Ich habe gedacht, wenn ich sie verliere, wenn sie nach Griechenland geht, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht, dieser Gedanke. Ich konnte das einfach nicht. Und dann haben sie sich also durch das Küchenfenster schlängeln können. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß auch nicht. Ich habe nur an Ismene gedacht und plötzlich war ich drin. Mit was haben Sie zugeschlagen? Mit einer Pfanne. Ich habe sie dann in den Rhein geworfen. Hat Ihr Lebenspartner gewusst, was Sie vorhaben? Hat er Ihnen möglicherweise durchs Fenster geholfen? Nein. Josef. Nein? Josef hat nichts gemacht. Bitte, ich hoffe, du verzeihst. Schon gut. Alessandro, bitte, ich flehe dich an. Nimm mir meine Tochter nicht weg. Bitte, ich liebe sie mehr als alles auf der Welt. Tut mir ich liebe leid. Sie mehr als mein Leben. Ich, Hansi, das kann ich nicht machen. Ich muss Ismene mit mir nach Griechenland nehmen. Warum müssen Sie es? Warum müssen Sie es? Das würden Sie nicht verstehen. Das würden Sie nicht verstehen. Geht es Ihnen um Ihre Tochter oder geht es Ihnen um Ihre Mutter? Wegen meiner Mutter. Sie wollte, dass ich Ismene zurück nach Griechenland bringe. Und ich bin darauf angewiesen, dass sie mir Geld gibt. Meine Gemüsegeschäft im Vordermann wiederzubringen. Oh Gott, ich verstehe dich nicht. Bitte doch einmal deiner Mutter die Stirn. Bitte. Das einmal läuft nicht in so richtig Leben. Gut. Das läuft nicht so richtig gut. Ich muss was machen. Ich muss. Aber Ismene gehört ihr nicht. Wir müssen entscheiden, was richtig für sie ist, nicht deine Mutter. Ja. Noch Fragen an den Zeugen Steiger? Nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Herr Steiger. Werden noch Anträge gestellt? Nein. Schließe ich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Ja. Frau Vorsitzende, das war ein in vielerlei Hinsicht sicherlich ungewöhnlicher Fall. Normalerweise sitzen ja die Frauen am längeren Hebel, wenn es um das Sorgerecht eines Kindes geht. Das ist hier anders. Das heißt, man könnte auch hier die Empfehlung ausnahmsweise nicht an die Frau, sondern an den Mann aussprechen, dass man wirklich an das Wohl des Kindes denken sollte, wenn es darum geht, wie man sich da möglicherweise einigt. Warum Sie moralisch auf so einem hohen Ross sitzen, das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Sie haben sich einiges geleistet, Sie haben einiges mal die Unwahrheit gesagt, was in Ihrer Ehe wie im Einzelnen gelaufen ist, wird hauptsächlich die griechischen Gerichte beschäftigen. Wenn Sie sagen, Ihr Mann hat Sie geschlagen, werde ich ein Ermittlungsverfahren einleiten, wenn Sie Strafantrag stellen. Insoweit ist das hier relevant. Im Einzelnen können wir das jetzt aber noch gar nicht auseinanderziehen.
Fest steht, sie haben sich über geltendes Recht hinweggesetzt. Sie haben ihre Möglichkeiten in Griechenland überhaupt nicht ausgeschöpft. Stattdessen sagen sie, auch wenn meinem Mann das zusteht, es ist ganz egal, ich gehe da rein. Und dann wenden sie auch noch Gewalt an. Wie soll das denn weitergehen mit ihrer Tochter? Wollten sie mit der auf der Flucht leben, sozusagen hier in Deutschland? Oder was war das für eine Kurzschlusshandlung? Frau Vorsitzende, das war eine Art der Selbstjustiz. Sie mag im Affekt gehandelt haben. Ich meine deshalb auch, wir können es bei der Mindeststrafe belassen. Aber zugezimmert haben sie da ganz, ganz anständig. Das will ich Ihnen nur mal sagen. Kann froh sein, dass er noch Haare auf dem Kopf hat. 6 Monate sind die Mindeststrafe, beantrage ich, zu verhängen und zur Bewährung auszusetzen. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Klingenberg. Ja, Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, bitte schauen Sie sich doch meine Mandantin mal an. Diese Frau ist der Liebe wegen nach Griechenland gegangen und was ist ihr dort passiert? Sie musste durch die Hölle gehen. Ihr Mann hat zusammen mit seiner Schwiegermutter sie jahrelang gedemütigt und auch misshandelt. Und als sie dann endlich geschafft hat, diesen Absprung nach Deutschland, da geht dieser Mann hin und nimmt ihr das Liebste, was sie hat, nämlich ihr Kind. Und das ist jetzt sehr wichtig, Herr Staatsanwalt, obwohl das Kind, das haben wir nämlich gerade gehört, gerne bei der Mutter bleiben möchte, auch in Deutschland. Aber darüber setzt sich der Vater hinweg und ich muss Ihnen selber als Mutter sagen, das bricht einem das Herz. So, und was macht sie in dieser Verzweiflung, kurz bevor das Kind wieder außer Landes gebracht werden soll? Sie will es zu sich holen. Sie steigt dort ein mit irgendwelchen übermenschlichen Kräften, die sie da aufgeboten hat, aber das Mädchen war nicht da und sie geriet in Panik. Wo mag die wohl sein? Vielleicht ist sie schon nach Griechenland. Ich weiß nicht, was in ihr vorgegangen ist, aber sie muss außer sich gewesen sein. Und als sie dann auf diesen Mann getroffen ist, diesen ihr so verhassten Ehemann, da hat sie das Erstbeste gegriffen und ihn so verletzt. Was ihr ja nun offensichtlich auch sehr leid tut. Und im Hinblick auf das sehr späte Geständnis und die Tatsache, dass eine weitere Straftat nicht zu erwarten ist, vor allem aber im Interesse des Kindes, bitte ich daher um eine sehr milde Strafe. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klingenberg. Sie haben das letzte Wort, Frau Tantidis. Bitte trennen Sie mich nicht von meiner Tochter. Ismene gehört zu mir. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung. Und die trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Ihre Verteidigerin hat hier zu Recht nicht von einer Geldstrafe gesprochen, weil das geht hier in dem Moment nicht. Denn so wie Sie hier gehandelt haben, kann ich nicht von einem minderschweren Fall ausgehen. Das ist das eine, Frau Santidis. Und was ich hier auch nicht kann, ist die Ehe in Griechenland hier lückenlos aufzuklären. Ich weiß nicht, was in der ersten Ehe gewesen ist. All das können wir hier nicht aufarbeiten. Ich weiß aber etwas anderes. Ich weiß zum Beispiel, dass es nicht mein Kind ist und auch nicht mein Kind ist. Mit anderen Worten, jeder von Ihnen hat immer nur von Ismene als von meinem Kind gesprochen. Es ist Ihr gemeinsames Kind. Und da hatten Sie zum Schluss mal genickt. Und das hat mir gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Sie sagte, lass uns darüber sprechen. Es geht ja wirklich hier um Ismene. Und solange Ihre Mutter diesen Saal nicht betrifft, scheinen Sie mir auch in der Lage zu sein, intellektuell darauf einzugehen. Ich bin weit davon entfernt, Frau Zantidis, Ihr Mitverschulden in dieser ganzen Geschichte herunterzureden, und zwar was die 10 Jahre Griechenland bis hin zum Ausufern Ihres Körpers betrifft. Das ist eine ganz andere Geschichte. Entscheidend ist hier doch wirklich, was Ismene will. Ismene will hier bleiben bei ihrer Mutter. Und Sie wollen doch Ismene nur mitbringen, weil Ihre eigene Mutter es angeordnet hat. Sie können sich da unten doch meinetwegen rauslügen. Hauptsache Ismene kann bei der Mutter hier bleiben und Sie nehmen vernünftig Ihr Besuchsrecht wahr. Und umgekehrt, Ismene besucht Sie auch, wobei ich im Moment nicht weiß, ob ich ihr raten sollte, nach Griechenland zu fahren. Ich weiß nicht, was Ihre Mutter dann dort veranstaltet. Gegen das Urteil gibt es Rechtsmittel der Revision und der Berufung einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Ismene lebt inzwischen bei ihrer Mutter. Sie sieht ihren Vater regelmäßig.